schon mal mit einem Fahrrad über die Autobahn geheizt und einen LKW überholt. Das E-Rocket will die Zukunft der E-Mobilität auf zwei Rädern sein. Bin ich ein Fahrrad auf der Autobahn gewählt oder was? Oder seid ihr ohne Autoführerschein mit einer Art Auto gefahren und habt einen kilometerlangen Stau verursacht? Ich bin euer Moderator Christian. Und ich bin Philipp. Und er macht die Kamera. Versucht er zumindest mal. Und zusammen wollen wir euer Leben besser machen mit Besser. Tag, Philipp. Tag. Ja, ich warte hier und jetzt sehe ich auch warum. Hast du noch was kaufen müssen? Weißt du, was das ist hier? Das ist ein Motorrad. Ein Motorrad-Fahrrad. Denn wenn du genau guckst, siehst du, dass da vorne Pedale sind. Pedale? Die Pedale. Und dann wirft man den Pulchen zu Boden. Genau. Ja. Das E-Rocket Bike ist ein Elektromotorrad mit Pedalen und fällt unter die Bezeichnung Leichtkraftrad, also bis 125 Kubikzentimeter. Hast hier einen riesengroßen 6,6 Kilowattstunden Akku. Geil, das ist ja mehr Akku als Motorrad. Und da ist der Antrieb. Hier wird es dann aufs Hinterrad übertragen. Das heißt, im Grunde genommen ist es ein ganz normales Motorrad, nur im Unterschied, dass du hier nicht Gas gibst. Die Geschwindigkeit wird ja rein über das Pedalieren hergestellt. Das heißt, je schneller ich in die Pedale trete, desto schneller werde ich. Praktisch, aber auch wieder unpraktisch, weil es ist nach wie vor ein Motorrad. Damit dürfte ich ja zum Beispiel gar nicht fahren. Ich habe gar keinen Motorradführerschein. Denn um das E-Rocket fahren zu dürfen, müsst ihr euren Autoführerschein entweder vor dem 01.04.1980 gemacht haben oder ihr benötigt einen Führerschein der Klasse A, A1 oder A2, also der Motorradführerschein. Oder ihr ergänzt mit ein paar zusätzlichen Fahrstunden euren PKW-Führerschein, aber das führt jetzt viel zu weit. Also für mich wäre es gar nichts. Ich kann damit gar nichts transportieren. Was willst du damit transportieren? Ja, keine Ahnung, ein Kasten Bier oder sowas? Ein Kasten sowas. Bier natürlich. Ja, hast du ständig dabei, ein Kasten Bier, ist klar. Ja, bei dir habe ich normalerweise immer einen Flachmann dann dabei. Also ich hätte eine Alternative mit 4 Rädern, auch elektrisch. Mhm. Und das hast du mit Sicherheit noch nie gesehen. Schaunst du, ne? Ich habe echt viel erwartet, wie gesagt. Da hast du erst so gesagt, ja, warte, ich habe da was, das ist besser und so. Ne? Aber das hast du nicht erwartet. Und da habe ich gedacht, jetzt kommt was richtig Geiles und da kommst du mit sowas. Das ist doch geil, ja. Das ist ein Kabinenroller. Genau, ja. Der Elektrofrosch-Kabinenroller mit 4 Reifen sieht optisch aus wie ein kleines Auto. Er fährt 45 km/h schnell und ihr seid somit befreit von Zulassungspflichten und zahlt auch keinen TÜV bzw. Steuern. Ja, das ist er. Unser Vorführmodell. Gucken Sie gerne rein. Nix dran, Leichtmetall, top verarbeitet. Ja. Nur mal kurz zu meinem Verständnis. Ja. Vorsicht, Frisur. Ah ja. Das ist halt nicht für sowas ausgelegt. Ja, also nochmal zum Verständnis für dich. Das Auto hier ist kein Auto. Das ist kein Auto, das ist eigentlich wie ein Mofa. Wie ein Mofa kannst du ab 15 Jahren fahren, brauchst ganz normal einen Rollerführerschein. Ja, man meint irgendwie, dass das alles irgendwie fake ist. Ich komme mal vor, als wäre das tatsächlich irgendwie so ein Kinderspielzeug. Das Geräusch. Also kann ich das auch fahren, wenn ich einen Autoführerschein habe? Ja, wenn du einen Autoführerschein machst, Klasse B, ist der automatisch mit drin. Was kostet der? Ja, der geht so ab 3.500 los. Das? Ja. Das finde ich das Positive gerade. Ja. Alles, was du mir gesagt hast, war mir komplett egal. Ja, 3.500 Euro. Das ist großartig. Ja. Dafür kriegst du normalerweise ein E-Bike oder ein gutes Fahrrad kriegst du für 3.500 Euro. Aber pro Fahrrad, was kostet denn deine Karre hier? Was ist das? Mein E-Rocket kostet so um die 12.000 rum. Was? Wie viel? Was? Ja, 12.000 Euro. Da krieg ich ja fast 3 Stück von dem hier. Der Unterschied ist jetzt nur, wenn das jetzt ein Roller ist, dann darfst du wahrscheinlich nicht schneller als 45 km/h fahren, ne? Kannst du auch gar nicht. Das ist gut. Meinem allerdings, da kann ich bis zu 90 km pro Stunde fahren. Hier mit deinem Elektrofahrrad hier. Ja. Ich kann mit diesem Fahrradmotorrad sogar auf die Autobahn fahren, theoretisch. Wer muss 90 km/h auf dem Fahrrad fahren? Das macht kein Mensch. Lass uns doch einen ganz wissenschaftlich fundierten Test machen, wer am schnellsten einen Bierkasten von A nach B bringen kann. Einmal du mit dem was auch immer und dann einmal ich mit meinem sportlichen Geschoss. Challenge accepted. Oh Gott. Dann zeig doch mal, wie du die Ware verstaust. Ja, Beladung geht bei mir im Prinzip ganz einfach. Zack. Ja, wie machst du es jetzt transportmäßig? Geht ja hier schlecht, oder? Ah, raffiniert.
Rucksack, wie jeder Motorradfahrer, ne? Ja, wird mir schon zu lange dauern. Ja, das krieg ich schon mal nicht mehr rein. Kommt. Ich habe jetzt ein Problem, ich krieg nicht alles rein. Ich muss also die Strecke zweimal fahren. Aber das ist ja kein Problem, ich kann ja die Autobahn nutzen und bin doppelt so schnell wie ihr. Ja, und für mich geht's über Land. Getestet werden unsere Fahrzeuge in den Kategorien Fahrspaß, Alltagstauglichkeit, Reichweite und Kosten. Wette gilt, ne? Umkippt und da habe ich echt Schiss vor. Ich drücke jetzt mal voll aufs Gas. Also 58 steht jetzt hier. Weiß nicht, ob das wirklich 58 sind. Es fühlt sich langsamer an, finde ich. Spaßfaktor, ja, insofern, dass alle Leute dir hinterher gucken, weil sie noch nie so ein Auto gesehen haben. Ja, selber holen sie mich alle. Durchgezogene Linie. Ey! Ich fahre jetzt gemütlich in den Sonnenuntergang. Oh, ja. Oh, ja. Fun-Faktor absolut gegeben. Du fährst jetzt draußen in der frischen Luft Motorrad und hast gleichzeitig dein Workout, in dem du trittst. Ja, und wie fährt sich das Teil dann? Im Endeffekt ist das wie ein Home-Gym. Nur eben an der frischen Luft. Also für Menschen, die überhaupt keine Zeit haben, ja, für die jede Sekunde wichtig ist, die machen das. Du kannst alles gleichzeitig machen. Das ist schön. Wir haben ja zwei Modi. Wenn ich jetzt einen Eco-Modus habe, dann trete ich. Aber es kommt nicht jetzt so die volle Leistung, was aber für Philipp immer noch ausreicht. So, und wenn ich jetzt von dem Eco-Modus in den Sport-Modus wechsle, da kommt direkt die Leistung. Und dadurch musst du auch weniger pedalieren, um schneller zu werden. Das heißt, das ist dann einfach der Spaßmodus. Und der lässt sich doch am besten auf der Autobahn testen. So, ein normales Pedelec hat um die 250 Watt. Das hier hat 16.000. Mit dem gehen wir jetzt auf die Autobahn. Das hast du dich echt getraut, Christian? Fuck, die ist richtig kurz, die Autobahnauffahrt. Habe ich normalerweise mit dem Auto schon Schiss. Mit dem Fahrradmotorrad erst recht. Ja, es ist ein Fahrrad. Bin ich ein Fahrrad auf der Autobahn gesehen oder was? Autobahnauffahrt. Oh Gott, 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 oh Gott. I'm driving with a bicycle on the German Autobahn. Du trittst in die Pedale und fährst auf der Autobahn. Findet ihr das total bescheuert? Wenn ja, dann schreibt doch mal in die Kommentare. Und wenn ich die Autobahn überleben sollte, lese ich die Kommentare sogar. Was mache ich hier eigentlich? Was mache ich hier? Ja, einen veritablen Test mit Bierflaschen im Rucksack auf der Autobahn Fahrrad, Motorrad fahren. Was auch sonst. War das geil. Ich bin gerade 90 auf der Autobahn mit dem Fahrrad gefahren. Ne? Von der Alltagstauglichkeit her ist das Ding eigentlich schon ganz cool, wenn du in der Innenstadt wohnst, weil es holt einfach keinen Platz weg, du bist schnell überall, du fährst mit Strom, du kannst überall laden daheim. Ich habe hier relativ wenig Platz vorne, dafür habe ich aber hinten noch einen Sitz. Das heißt, ich kann einkaufen gehen, ich kann Bierkästen transportieren, so wie jetzt gerade. Ich kann meine Kinder morgens in die Schule fahren. Das ist echt praktisch und dadurch, dass das Auto oder dieser Kabinenroller ja so klein ist, finde ich auch überall einen Parkplatz. Ja, also ich muss sagen, alltagstauglich ist das Ding überhaupt nicht. Es ist im Endeffekt ja auch ein Motorrad. Und das muss ja auch nicht alltagstauglich sein. Du transportierst ja auch nicht mit dem Ferrari irgendwie in den Kühlschrank. Aber hey, das ist eine Spaßmaschine.
Aktuell liegt Christian vorne, aber er hat ja auch noch einen Zwischenstopp einzulegen. So, erste Ladung Bier ist da. Philipp ist eh noch meilenweit entfernt. Nein, bin ich nicht. Ich habe nämlich die Hälfte schon gepackt. Ach, guck mal, der Philipp. Da fährt der Philipp vorbei. Ah! Nee. Ganz wichtiger Punkt natürlich beim E-Auto, die Ladezeit. An der Steckdose meinte der Verkäufer, würde das Teil über Nacht nochmal vollladen. Ansonsten irgendwie in 2 Stunden ist es nochmal auf 80%. Ich bin jetzt circa 5 Kilometer gefahren und ich bin noch bei 75%. Das Auto ist noch 3/4 voll. Das ist ganz okay, aber ich kann ja auch nicht schnell fahren. Insgesamt kommt man damit um die 60 Kilometer weit. Ja, Christian, wie läuft's bei dir? Ständer steht, 11.000 Euro stehen. Sehr gut, ich habe jetzt die zweite Ladung Bier und es geht Richtung Zielgerade. Gut, kurzer Zwischenstand, bin kurz vom Ziel. Es ist jetzt ein Balken weg. Das heißt, also, der Akku schrumpft so gut wie gar nicht, habe ich das Gefühl. Ich habe ja alles mit Muskelkraft gelöst. Er hält ja, kann man sagen, so zwischen 100 und 150 Kilometer. Und ich meine, das Ding wiegt halt ja auch kaum was. Man braucht so circa 5 bis 6 Stunden, um das Teil voll zu laden. Dafür aber nur 4 Stunden für 80%. Und das ist für eine Haushaltssteckdose okay. Kommen wir mal zu den Kosten. Das Teil hier kostet in der Anschaffung 3.500. Das ist erstmal nicht viel. Das Geile ist aber, ich muss keine Steuern zahlen. Ich brauche keinen TÜV, weil keine Abgase. Und außerdem kann ich nicht geblitzt werden. Ich kann einfach nicht schneller fahren. Was ist denn? Dann hub doch, Fahrschüler. Krieg du erstmal einen Führerschein. Jetzt geht's in den Endspurt. Wir nähern uns dem Ziel. Man braucht ungefähr 1,70 Euro pro 100 Kilometer. Ja, das ist echt gut, muss ich sagen. Ansonsten musst du natürlich genauso wie beim Motorrad Versicherung bezahlen, du musst Steuern bezahlen. Eigentlich alles, wie man es normalerweise auch kennt. Das heißt, da gibt es überhaupt keinen Vorteil. Du zahlst höchstens vielleicht nicht die Abgasuntersuchung. Ich glaube nicht, dass viele bereit sind, knapp 12.000 Euro für ein Fahrrad und Motorrad auszugeben. Ich finde es total geil. Aber es ist leider etwas teuer. Wer gewinnt? Wer hat die Nase vorne? Das rote kleine Etwas? Oder der Akku auf 2 Rädern? Nein! Mist! So. Ich war vorher da. Ich war vorher da. Und er nicht. Er ist da. Er ist schon da. Ja, sicher kann das sein. Wie lange bist du schon hier? Ich? Keine Ahnung. Wie lange ist er schon da? Sei ehrlich. 2 Minuten. 2 Minuten? Ja, also Philipp, du bist der Sieger. Ich bin der Sieger, eindeutig. Das ist nun mal so. Dafür habe ich den meisten Spaß gehabt. Ach, ich weiß nicht. Also ich glaube, die 25 Autos hinter mir, die haben auch heute ihren Spaß gehabt. Beim nächsten Mal einfach einen größeren Rucksack nehmen. Unser Fazit. Das eine ist spaßig, aber teuer. Und das andere günstig und, naja, sagen wir mal, praktisch. Lass uns ein Abo da, teilen, liken, kommentieren und wir sehen uns in der nächsten Folge. So, und du gehst jetzt mal ins Bett. So, tschüss. Oh, scheiße. I'm driving with a bicycle on the German Autobahn. Das E-Auto hat absolut zu dir gepasst. Ja, das E-Rocket war genauso abgedreht wie du, ne? Dieses kraftvolle Motorrad, was sehr viel Stärke symbolisiert, das war ich. Ja, dieses Einspurige. Mit dem übergroßen Akku. Ja, ansonsten Abo-Glocke, ne, und so weiter. Und ja, und kommentieren auch gerne, ne? Könnt ihr auch machen. Tiere, was Tiere? Kommentiere, ja, genau. Auch. Wir haben da oben so eine sehr schöne Folge noch. Da haben wir nämlich ein E-Auto getestet, wo wir gerade bei E-Mobilität bleiben. Genau, auf jeden Fall angucken. Da unten, da haben wir... Was haben wir da gemacht?